Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem lang ersehnten, endlich mal wieder Apex Legends News Update. Ein relativ kurzes, und zwar scheint es tatsächlich so zu sein, dass wir relativ zeitnah, hoffentlich sogar schon in Season 9, Skulltown zurückbekommen. Nicht offiziell bestätigt, aber offiziell von Respawn angeteasert. Ich habe folgendes, und übrigens am 29. startet das nächste Collection Event. Es soll wohl das letzte große Ding, also das letzte Event überhaupt im Season 9 sein. Demnach zufolge scheint Season 9 relativ unspektakulär tatsächlich zu sein, wie es Respawn schon angekündigt hat, dass wir einen Monat Flaute haben, und dieser Monat ist nächste Woche Dienstag am 29. zu Ende. Folgender Post wurde vor 3 Stunden auf Twitter entdeckt von Apex Legends offiziell. Was wäre, wenn wir Skulltown zurückbekämen? Ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Danach hat sich aber die Apex Legends News Seite nochmal zurückgemeldet. Breaking Respawn Tease Return of Skulltown. Also sie teasern selber die Rückkehr von Skulltown. Und hier wird bestätigt, das wurde auch von offizieller Seite bestätigt, kommenden Donnerstag, heute ist der 21. 22, also am 24. am Donnerstag soll es Patch Notes geben, wo wir mehr erfahren über Map Changes, Waffen, Meta, vielleicht sogar Legenden-Meta, lassen wir uns mal überraschen. Es soll auch diesen Donnerstag ein Event-Trailer geben. Ein Japan Collection Event. Da gab es ja ewig irgendwelche Verschiebungen wegen den Namen und so weiter und so fort. Das Revenant-Erbstück soll auf jeden Fall in diesem Event kommen und so weiter und so fort. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ob es ein Town Takeover Event ist oder nur ein reines Collection Event. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Und sogar Josh Medina, auch einer der hohen Mitarbeiter von Respawn, hat auf den Post, was wäre, wenn wir Skulltown zurückbringen würden, reagiert und postet genau dieses Taxi. Aus irgendeinem Film, keine Ahnung, er schreibt einfach nur alle an Bord mit so einem Skelett am Steuer. Also ich denke mal, es ist relativ safe, Skulltown kommt definitiv zurück. Ob das jetzt überraschenderweise schon vielleicht zum Event in der Arena passiert oder eben zum Ende von Season 9 bzw. zum Start von Season 10. Allerspätestens da bin ich aber relativ sicher, werden wir Skulltown in der Arena wiedersehen und nur in der Arena, höchstens für ein extra Event, vielleicht mal Skulltown Only oder ist einfach die alte Kings Canyon Map wieder zurück. Lassen wir uns mal überraschen. Wir werden uns am Donnerstag auf jeden Fall nochmal mit einem neuen Video von mir hören. Da haue ich die Patch Notes raus. Bis jetzt ist nämlich unbekannt, was sich dort alles ändert. Das soll es von mir mal wieder gewesen sein. Ich hoffe, dass die Apex Legends Flaute in Sachen News Update endlich vorbei ist. Wie gesagt, ich war so lange einfach nicht da. Nicht, weil ich keine Zeit hatte. Ich habe zwar nicht viel Zeit, aber für ein Video nehme ich mir die Zeit. Es gibt zurzeit einfach leider nichts zu berichten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst einen Daumen da, ein Abo da, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Haut rein, bleibt gesund. Ciao.